Ich habe Post. Wer kennt denn so ein kleines süßes Bäckchen? Bei den meisten ist es bestimmt ein bisschen größer, weil sie die größeren Varianten bestellt haben. Ich freue mich sehr. Wartet mal kurz. Und es schnuppert. Jetzt wisst ihr es, oder? Genau, ich habe bei der lieben Heidi bestellt. Die hat ja wieder so eine tollen Sommerdüfte drin. Ich habe nicht alle bestellt. Und tatsächlich habe ich diesmal nur diese kleinen Döschen bestellt. Aber ich habe auch ein paar Coverweiner bestellt. Ein paar Magneto. Da konnte ich nicht vorbei. Da konnte ich einfach nicht dran vorbei. Nein, nein. So, einmal auf. Einmal auf. Warte, mir ist halt schief irgendwie. So ist besser. Ich mag dieses rosa Papier, das Seidenpapier. Oh, ist das toll. Ein Eis. Oh, das sieht immer so toll aus. Und das so schön kann. Ich finde das so faszinierend. Wassermelone Limette, das muss ich kosten. Ich bin zwar nicht so der Teetrinker, aber man gießt das ja kalt. Achso, ich sehe das gar nicht mehr. Hey Gott, nicht. So sah es erst aus. Das ist toll, oder? So steht das so ab. Ich beneide die. Ich beneide jeden, der so schön basteln kann. Genau, also ich trinke eigentlich keinen Tee. Aber den gießt man kalt auf. Und das probiere ich auf jeden Fall aus. Und das sieht so lecker aus, oder? Herrlich. Also als allererstes zeige ich euch meine. Oh. Neun Stück. Ich freue mich. Und ein Dankeschön. Goldener Sand. Das riecht man zuerst. Achso, die sind ja zu. Oh. Ich denke mal, die sind offen. Nein, das ist richtig, dass sie zu sind. Da weiß man, dass sie zu waren und neu sind und überhaupt und ganz toll. Oh, ich freue mich. Ich freue mich so dolle. Oh. Also unter Sand hätte ich mir jetzt was ganz anderes vorgestellt, aber Leute. Oh, das riecht gut. So. Dann mal, also, Das schon wieder vergessen, seht ihr? Aber wisst ihr was? Ich habe das letzte Mal so aufgemacht. Dem Messer. Das geht nämlich super. Dann habe ich nämlich auch keine Kleberückstände. Also, wie gesagt, Sonne und Sand. Oh. Wartet mal. Das riecht so ein bisschen nach Sonnenmilch. Oh, so Sandstrand. Oh, lecker. Wenn ich meine Kinder eincreme, jetzt oder die cremen sich ein mit Sonnenmilch, da sage ich immer, oh, das riecht wie Türkei. Das hat mir mein letztens gesagt. Also Türkei ist einfach nur Sonnenmilch. Aber das erinnert mich dann immer so an unseren ersten gemeinsamen Türkei-Urlaub mit den Kindern. Oh. So, Grapefruit. Oh, lecker. Das riecht wirklich nach Grapefruit. Sehr, 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 sehr lecker. Oh, ich bin Pistazien-Eiscreme. Ich liebe Pistazien-Eiscreme. Ja, das habe ich verkehrt geschnitten. Ach, jetzt weiß ich warum. Messer und ich sind eigentlich nicht so das unbedingt das Optimale, aber es geht. Also Pistazien-Eiscreme. Grün. Oh, lecker. Ich glaube, ich will nicht so viel sagen, aber. Also eigentlich gefällt mir. Na, das komme ich gar nicht drauf. Auf dem Forz. Monkey Forz. Am besten. Aber das hier. Oh ja, das ist, glaube ich, mein neuer Favorit. Was haben wir hier? Oh, guckt euch mal die Farbe an. Erdbeereiscreme. Jetzt habe ich wieder die Schere in der Hand gehabt. Heute, wenn meine Kinder nach Hause kommen. Ich habe jetzt nämlich gerade noch. Das ist ganz zugemacht. Dann werden die erst dann wieder schnuppern wollen. Die freuen sich dann mal genauso sehr wie ich drauf. Erdbeereiscreme. Oh, lecker.
So wirklich wie Erdbeereiscreme. Heidi, die sind so toll, die Düfte. Oh, das ist so, so, so lecker. Hier habe ich Brombeermarmelade. Also, wenn ihr hier was brummen hört, dann ist das hier die Fliege, die hier gerade rumfliegt. Also, Brombeermarmelade in dunkelgrün, grün-grau. Oh, lecker. Ich komme gar nicht drüber weg hier. Die sind alle so toll. Die Heidi hat auch noch mehr neue gehabt, aber Kräuter de Provence hatte sie noch. Das weiß ich und ich weiß gar nicht, was da noch war. Aber Kräuter de Provence, das war, ne, ich mag das lieber süß. So ungefähr süß, ja. Jetzt haben wir Bananencreme. Ich gebe Geräusche von mir. Ich glaube, ihr habt denkt, oh, ich habe eine Meise. Aber das ist alles so lecker. Himbeere hat wieder eine super tolle Farbe. Die ist so nicht ganz rot, aber so. Ja, das ist röter hier. Aber, oh, das riecht schon so. Oh, wartet mal. Das riecht wie. Also, das riecht nach Himbeere, ja? Rote Grütze. Himbeergrütze. Oh, das ist lecker. Kokosnuss und Limone. Wieder gelb. Oh, lecker. Das ist eine Mischung. Also ich mal meine Nase gerade entlüften, wartet mal. Also ich kann euch jetzt auch nie mehr sagen, welcher Duft dominiert. Ob Kokos oder Limone. Also ich würde sagen, man riecht zuerst die Kokosnuss und dann riecht man die Limone. Oh, wunderhübsch. Oh Gott, da weiß ich gar nicht mehr, was ich überhaupt zum Paint nehmen soll. Zuerst von den Düften. Ist gerade bei meinem Wendel Spengler, meine Fairy Dreams. Ach, ich hab's gerade. Fairy, na, ist egal, mit den Hasenschuhen. Da habe ich den Duft rosa Zucker. Rosa Zucker? Ja, rosa Zucker. Den finde ich auch toll. So, mein letzter hier ist Pina Colada. Oh, lecker. Heidi, du hast dich völlig übertroffen hier. Das ist alles so lecker. Wie machst du das nur? Du verzauberst mich total mit deinen Düften. Hier haben wir noch. Oh, das riecht so lecker hier. Eine Visitenkarte von der lieben Heidi. Genau. Hier hat sie immer noch so eine Beschreibung für die Düfte drin. Steckt hier fest. Wie man das benutzt. Das finde ich immer niedlich. Das Wachs ist nicht zum Verzehr geeignet. Ich bin ganz ehrlich. Wenn es nicht Wachs wäre, das wäre schon alle. Das riecht so lecker. dass man das tatsächlich gerne mal kosten wollen würde. Ne? So, und jetzt noch meine Süßen. Ich habe mehrere. Ach, das ist ja auch fetzig. Das passt ja fast zu. Grün. Grüne Bäume. Und grüne. Ja. Jetzt. Ist auch toll. Grüne Cover meine. Das ist ja süß. Das ist diesmal auch anders. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Huch, das waren sie zusammen, die zwei. Hört ihr den Brummer hier? Das ist echt eine dicke Fliege. Kennt ihr diese... Kommt nicht ran hier, ne? Besser? Jetzt besser. Kennt ihr diese Puzzle, die Puzzlebälle? Die haben auch so eine weißen... So eine weißen und die ist auch so weiß und das erinnert mich direkt daran. Ja, das ist halt eine Stabilität, aber irgendwie sind die wie so, oh, das sieht total toll aus. Oh, ich freue mich. So. So, 6 Stück hast du bestellt. Oh, oh. Da hat das Portemonnaie geglüht.
Süß. Oh, jetzt geht er. Das wird sich meine Tochter freuen. Ja, ich wollte ihn erst selber behalten. Aber guckt ihr euch doch mal an. Sind die nicht niedlich? Seht ihr, die lieben sich. Genauso wie meine Kinder. Zumindest meistens. Also wartet mal. Den Pinguin kriegt meine Tochter auf jeden Fall. Und die Robben bestimmt mein Ort. Ich weiß gar nicht, was ich noch bestellt. Also sie haben sich alle lieb, wie ihr seht. Guck mal noch. Was ich hier so schönes habe. Die haben sich auch schon lieb. Oh, ist das niedlich. Sind die nicht süß? Ach, sind die alle niedlich. Und die vor allen Dingen. Ich finde die so niedlich. Ich bin total begeistert. Liebe Heidi, die sind so super. Was auch immer das jetzt für ein Material ist. Kriegt die hier nicht. Die lieben sich alle zu sehr. So, wartet mal. Ich lege die hier alle nochmal hin. In einem gewissen Abstand. Damit ihr die alle nochmal seht. Na, nochmal alle nochmal seht. Also seht, die Magnete, die sind super. So, jetzt seht ihr das, oder? Ich kann das schon mal hier rausnehmen. Oder wartet mal, ich fange mal weiter runter. Zzt, zzt. So. Sind sie nicht süß? Vielen Dank, liebe Heidi. Das sind wirklich wieder tolle, tolle Covermeinte und so toller Wachs. Da hat sich die Bestellung echt gelohnt. Oh, sind die niedlich. Da wird sich meine Tochter freuen. Die liebt der Pinguin und das sieht ja so süß aus. Und der wird bestimmt meinem Sohn immer gefallen. Das Pärchen hier. Das Mami-Robbe und Baby-Robbe. Vielen lieben Dank, dass du wieder so was Tolles hergestellt hast. So, jetzt habe ich euch wieder an die Höhe gehoben. Immer so ungefähr. Vielen lieben Dank, Heidi. Ich bin total begeistert. Und die neuen Düfte sind ja auch noch voll der Hammer. Ups, jetzt fallen sie nur noch runter hier. So viel. Dankeschön in die Mitte. So toll. Vielleicht gleich noch ein Bild machen. So wie es sich gehört, ne? So, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Oder eine gute Nacht. Bestellt gerne mal bei der Heidi. Das lohnt sich wirklich. Das ist so, so lecker. Und so schön. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und gerne auch einen Kommentar. Habt ihr auch schon bei der lieben Heidi bestellt? Was habt ihr denn bestellt? Seid ihr nur verrückt nach den, nur in Anführungsstrichen, Covermeintern oder nur nach dem Wachs oder beides? Also ich liebe beides. Total. Genau, wie ihr seht, das ist ja nicht meine erste Bestellung, genau. Genau, ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und denkt dran, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst gerne ein Abo da, lasst mich wachsen. Ich freue mich da sehr darüber. Und denkt dabei auch an die Glocke. Macht's gut. Tschüss.